Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, der Karte noch für den Marsch, also 2.7. Gerade Rühmwert ist in vollem Gang. Ich bin gerade hierbei und unterstütze ein bisschen, weil der erste Fahrer ist schon wieder bei Überholen dran, ne? So wie bei der Formel 1. Das heißt, ich muss noch ganz kurz warten, bis der wieder weiterfährt, der erste. Dann kann ich den zweiten auch wieder starten. Anscheinend ist es so, dass hier bei Überrunden das nicht klappt. Aber später nachher ist es eh egal, da haben wir nachher die Innenreihen und da ist es mir egal. Ich hätte auch die 7% verzichten können, dann wäre das schon fast fertig. Na, noch da. Bei unserem Merseth Ferguson, die Mods, da entlassen die Fahrer sie immer alleine, die Brüder. Ansonsten geht die eine ganz gut voran. Das ist. Naja, wir werden heute nicht alle schaffen. Jo, ist so. Ja, ich wünsche euch mal einen schönen Freitag, ne? Fällt mir gerade so auf. Die Reihenfolge ist so. Wieder voll, ne? Und? Bist du auch voll, ne? Ich stelle mal wieder ein. Ich muss dabei bleiben. Aber ich kann gleich gucken, wie er an sich quält. Wer hat hier nun den Deich gebaut? Hat der Allrad? Jo. Gewicht 40 Tonnen. Das könnte auch sein, ne? Also. Also hier rumkommt ein bisschen, ne? Da schicken wir auf Spur. Müssen wir da warten, so lange bis er da ist, sonst, ne? Ja, dumm ist nur, er wartet erst, wenn der andere entsprechend voll ist, ne? Muss ich eingreifen, muss geflügt werden, das ist ungünstig, aber gut. Auf viele Fälle so flügen. Und doch noch einen Mod kaufen mit, der flügen kann, ne, der Gruppe. Sonst habe ich das nicht. Ja, mal sehen. Kommt mal hinterher. Weil er soll nicht. Alles perfekt, ne. Überrunden, ne. Lassen. Der muss ein bisschen warten, bis er den ersten nicht bei mir, nächsten, ersten viel wichtiger. Dass sie mit da es weitergeht, dann kann der auch fahren, ne? Ja, Freitag, ne, für euch, ne? Für mich auch übrigens. Ne? Dunkel draußen mittlerweile, ja. Aber morgen ist Samstag, ne? Morgen können wir auch schlafen. Ich denke mal, die meisten können auch schlafen. Sagt aber der Kollege zum Mittag, zum Feierabend. Ich muss noch jemanden suchen, der mir morgen hilft. Samstag. Ist der Einfall war gut. Das ist, nee. Manchmal bei Auto. Der war nicht ganz. Den muss ich stehen lassen, das ist auch nichts. Ja, das ist gut. Aber sie kommt zurück, ne? Das war ganz gut. Viele machen es mit LKW, ne? Ich mache das lieber mit dem Traktor. Ich dachte, eben mal im Spiel stehen hier.
Weil Traktoren sind irgendwie besser geeignet fürs Feld. Mal ganz grob, ne? Die sind da. Halt für geschaffen, ne? Der LKW an sich ist eher nicht der Fall von der Bereifung her. Gut, solange das Feld einigermaßen festgefahren ist, geht es einigermaßen, aber wenn es wirklich. Wo genau möchtest du jetzt wieder hin? Also am Anfang ist es blöd, weil. Na, gut. Muss ein bisschen aufpassen. Warum macht er so einen Scheiß? Warum kommst du nicht aus dem Puschen und willst da vorne ranfahren, ne? Da willst du auch hin, ne? Oh, wir gehen vor. Geht doch. Dann daran so schwer. Gleich mal dabei bleiben, ob er sie wieder entlässt, ne? Kann durchaus sein. Das wäre schlecht. Dann können wir den anderen wieder einstellen, dann kann es weitergehen. Gibt nur so einen Durst. Ja, sollte heute, nee, gestern, nee, morgen sollten 3 Päckchen kommen, ne? Kam heute. Zu schnell. Mittwochnachmittag bestellt. Dann hieß es bis Samstag. Die Post, die wird auch Samstag auf. Päckchen und so. Weil die wohl so viel haben. Und. Ja. Hat wieder entlassen, der Bursche. Muss ich überlegen, einen anderen Fahrer zu nehmen, ne? Oder beziehungsweise die Traktoren auszutauschen. Das sind Messe Ferguson, Original Robin, ne? Das muss ich daran liegen. Kann. Der erste war auch schon ein Spezialfall. Wo sie einen entlassen hat. Oh, muss ich viel flügen. Oh. Viel flügen. Na, bist du hier ohne alles? Nee, mit. Gut, da wird irgendwo losgehen, ne? So. Da wieder einstellen. Kommt mir der nächste. Und da kommt der nächste und dann. Gut, der würde warten, ne? Da wäre Abstandregelung wieder da. Hier mit Kamera. So, nicht schlecht, ne? Na gut, braucht er auch, ne? Sonst sieht er ja nichts, ne? Also. Oder sie. Tach! Hier sind Delle drin. Von mir ist das nicht. Jo, die Hackfenster ist gut. Der müsste ja bald die Milch hingefahren sein, ne? Lustig. Ich werde ihn mal gleich beobachten hier, der wird die auch wieder entlassen, ne? Aus Erfahrung. So klappt es jetzt einigermaßen. Bis auf die Fahrer, die sie entlassen. Weil er gewusst hat, dass er hin muss. Tja, Rüben. Flügen, ne? Im Frühling wollte ich Hopfen reinbringen. Ja, kannst du nicht entscheiden? Vor der Nase.
Erst sah es gut aus, er gleich sieht. Nö, aber ein bisschen warten, ne? Aber das ist halt eine KI, ne? Irgendwo muss er das ja erkennen, vom Programm her. Aber passt schon so. Die nächsten beiden sind voll. Da ist noch einer, da hinten. Gut, von heutigen 7 Aufnahmen, nur 2 auslassene Frames. Wird irgendwo ein Video sein, wo ein bisschen was geruckelt ist, ne? So, zack. So. Mal gucken, ob er hier entsprechend. Oh, er fährt los. Uiuiui. Wahrscheinlich, weil sonst mal blockiert war, ne? Wahrscheinlich. Das scheint ja zu laufen. Bodenwerte. Oh, 8% nur Wasser drin. Ja, gut. Hoffen wir, es im Frühling ein bisschen Regen gibt, ne? Im Winter. So. Das sehe ich gar nicht jetzt mal so, dass ich über den Deich fährt. Ich muss überlegen. Flug. Ich werde im Frühjahr Gärreste ausbringen, zur Not. Also Form bestellen nicht mehr, ne? Den großen Flug werden wir schnappen. Und Feld 4 schon mal vorbereiten. Die kleinen Felder werden die kleinen Flüge reichen müssen. Ja, Ballen sammeln muss ich auch noch. Zumindest die Gras, wo die Gras drauf ist, ne? Wo ich später nachher noch die Getreide aussaat machen will. Das muss repariert werden. So. Tanken müssen wir auch. Ich wollte die Tankstelle noch herrichten, also dass wir da anhalten können. Kursplay-Fahrer, die fahren nicht, aber wie gesagt, die Outrail-Fahrer. Dann müsste ich mir. Der Tankwagen ist, glaube ich, unten drüben beim Kiesberg. Das mache ich im Winter in aller Ruhe, der hier. So, reparieren ist wichtig. Zurück. Ist da drin nie abgehängt, ne? Komisch, ne? Gut, dann fahren wir Feld 4. Und schauen wir, was da los ist. Ne? Ach, immer noch Schwatten. Feld 5 hat immer noch Schwatt gemacht. Ja, ja, war auch noch. Ups. War ganz wichtig. War noch eine Wiese, wo wir noch Gras zu liegen haben. Das noch nicht fertig ist. Der Rest ist fertig. Da kann ich ihn ja sammeln im Winter, wie blöder. Alles für die Lage, alles für die BGH. Ja, nächstes Jahr müsste ich eigentlich irgendwo Mais machen, ne? Ganz große Aktion Mais. Ja.
Ja, aber für heute ist schon mal Schluss, ne? Ich sag mal tschüss, ciao. Und ein dickes Dankeschön, fleißig reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter mit der Rübenernte und ja, anderweitigen Vorbereitungen, ne? Und zu Anne kommen auf Feld 4. So, da sind wir. Ja, dann tschüss, ciao. Und fleißig muss man wieder. Tschüss.